Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Weekly Update. Heute ist ein besonderer Tag für Sheik, denn Sheik muss heute kastriert werden. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr schön. Sie hat seit gestern Abend nichts mehr zu essen bekommen. Und jetzt werde ich Sheik erstmal in die Box einpacken. Also ist jetzt ungefähr 10 Uhr morgens. Und jetzt muss ich sie gleich zum Tierarzt bringen. Wird auf jeden Fall toll für sie, aber auch toll für mich danach, weil ich muss mich ja dann so ein bisschen um sie kümmern. Und ja, sie wird auf jeden Fall richtig viel Freude haben, in die Box gepackt zu werden, so wie ich sie kenne. Also keinen Bock hast, du hast gar keinen Bock. Ja! Ah! Autsch! Ah! Fuck! Ja, Sheik hat überhaupt keinen Bock auf die Box, aber alles gut. Okay, dann geht's mal los. Dieses Video wird unterstützt von Corsair und der neuen K100 RGB-Tastatur mit Axon Hyperprocessing Technology. Die K100 ist die erste Tastatur mit 4000 Hertz Abtastrate und bietet somit eine extrem niedrigere Verzögerung von nur 0,25 Millisekunden. Zusammen mit den optisch-mechanischen OPX-Switches mit nur 1 mm Aktivierungsweg bietet die K100 ein sehr präzises Eingabeverhalten bei wunderschöner Optik. Ein Aluminiumgehäuse mit gebürsteter Optik, Beleuchtung von drei Seiten mit 44 Beleuchtungszonen und einer bequemen Handballenablage runden die Premium-Tastatur ab. Über das multifunktional programmierbare IQ-Rad könnt ihr die Beleuchtung ändern, durch Programme switchen oder euer eigenes Makro hinterlegen, was zusätzlich übrigens auch über die 6 Makro-Tasten an der Seite möglich ist. Diese lassen sich sogar über die Elgato Stream Deck Software belegen. Darüber hinaus bietet die K100 extrem haltbare PBT-Tastenkappen mit angenehm rauer Haptik, die im Spritzgussverfahren hergestellt werden. Mehr findet ihr über den Link in der Beschreibung. Ich bin jetzt zwischendurch mal wieder bei Case King, weil wir bereiten gerade noch eine Special Edition von den 10900K CPUs vor. Wir testen ja immer sehr, sehr viele von diesen CPUs, die dann in unseren Systemen landen bei Case King oder ihr auch eben einzeln im Shop kaufen könnt. Und da haben wir die besten 10 CPUs jetzt aus über 1000, die es dann wahrscheinlich, wenn dieses Video online ist, auch zu kaufen gibt. Und dafür bereiten wir jetzt eben nicht nur die CPUs vor, sondern wir haben uns auch noch was relativ Cooles, Special-mäßiges überlegt für die, die diese CPUs dann kaufen. So, ich habe hier diese wunderschöne Box mit diversen Opfern, sage ich mal. Also CPUs, die entweder bei mir beim Testen kaputt gegangen sind oder bei Kollegen oder sowas. Da haben wir den einen oder anderen 8700K, da sind auch 10900K und 9900K drin. Und mein Plan war jetzt eben, dann die entsprechenden CPUs, sowas hier zum Beispiel zu suchen und dann Schlüsselanhänger zu machen mit Dies. Das heißt, ich werde jetzt hier 10 CPUs rausnehmen, wo wir den gleichen Die haben, ich vermute mal 9900K. Und dann werden wir Die-Shot-Schlüsselanhänger basteln. Hier haben wir übrigens gerade noch ein anderes System, was quasi als der Bauer Single Fire System entsteht. Das ist im O11 Dynamic Mini. Das hier ist gerade noch eine Papp-Schablone, Papp-Rückwand, einfach nur um das mal anzupassen. Dann gehen dann Kabel raus aufs Mainboard, also direkt quasi als Kabelkamm fungiert dann die Platte, also wenn das dann mal eine Kunststoffplatte wird und hier schön mit dem Logo drüber, das ist eigentlich ziemlich cool gemacht. In das System soll die 3090 Strix rein und auf die soll logischerweise auch ein Wasserkühler, das ist ein 3090 Kühler bzw. 3080 auch noch von EK, der Vector Strix Kühler. Dazu passend hier diese Backplate und falls ihr euch jetzt wundert, warum zum Teufel da Wärmeleitpaste auf diesen Wärmeleitpads drauf ist und warum das so komisch aussieht. Der Grund ist, dass diese Backplate irgendwie nicht passt. Also, ich weiß nicht, was mit EK zurzeit los ist. Ich mag wirklich EK, die machen eigentlich ganz geile Sachen. Also optisch mag ich die wirklich sehr, verbaue die ja sehr, sehr gerne. In meinen Systemen seht ihr oft. Aber Passgenauigkeit zurzeit, ich weiß nicht, was da los ist. Also normalerweise sollte hier ein 1 mm oder 1,5 mm Pad drauf. Und hier ist jetzt gestapelt 3 mm drauf. Und ihr seht, da ist Wärmeleitpaste drauf, um dann den Abdruck zu checken, ob das passt. Und ja, der Abdruck ist immer noch nicht perfekt, deswegen keine Ahnung, was da los ist. Also die ein oder andere CPU haben wir schon gefunden. Das sind jetzt alles 9900Ks.
Wir haben leider nicht genug 10.000 Neuhardcasts, da sind noch nicht so viele draufgegangen. Also hier ist einer, der ist vom Direct-Die-Testing, also den Direct-Die-Frame entwickelt haben. Haben wir irgendwo noch einen zweiten, ansonsten, das sind alles 8.700 Ks. Ja, da haben wir den einen oder anderen, nochmal 9.900 K, der eigentlich mal geköpft war und jetzt aber es hinter sich hat. Ja, normalerweise würde ich so eine CPU niemals köpfen. Da die CPU aber sowieso defekt ist, spielt es auch keine Rolle mehr, ob ich jetzt hier in die Platine reinschneide. Also so köpft man eine CPU definitiv nicht, wenn man die behalten möchte, aber dafür reicht es. Flüssigmetall ist noch, ja, sieht sogar eigentlich noch gut aus. Ähnlich wie schon bei den Schlüsselanhängern hier, werden wir auch bei den neuen dann wieder so einen Acrylrahmen bauen, wo die dann quasi eingefasst werden, die Dies, und dann sieht es relativ cool aus. Übrigens, von denen haben wir noch relativ viel. So wie ihr in der Box sehen könnt, ein paar davon haben wir noch. Das sind aber nur Heatspreader, also keine CPU selbst. Aber schaut da gerne mal bei Instagram vorbei, da werden wir einfach mal 10 von denen noch verlosen. Jo. So, und da haben wir die guten CPUs. Also ihr seht, 10.900K in unserer eigenen Verpackung. Und dann seht ihr hier hinten eben auf dem Label drauf, wie wir die getestet haben. Und ihr seht jetzt hier, das ist eine 5,2er CPU bei 1,28 Volt. Und Zusatzangabe ist 5 Volt, einfach nur Safe Setting 1,23 Volt. Da gibt es aber dann auch noch andere CPUs. Der macht zum Beispiel 5 Volt bei 1,17 Volt. Und der eine oder andere wird dann vielleicht so denken, ey, so krass gut sind die CPUs eigentlich gar nicht. Dann müsst ihr bedenken, dass wir die CPUs auf einem, ich sag mal, schlechten Z94-Board getestet haben. Die CPUs, die funktionieren so auf jedem Z94-Board. Und wenn ihr ein gutes Board habt und vor allem eine gute Kühlung, dann lässt sich da relativ viel rausholen. Also wir haben ein paar von den CPUs getestet, die liefen mit einer Custom-Wasserkühlung problemlos bei 5,3. Weil wir binnen auch nur mit einer 240er IO im Normalfall und dementsprechend haben wir relativ viel Platz nach oben. Also wenn die getestet werden, dann laufen die meistens auch so bei 80, 85 Grad unter Last, weil die Kühlung eben nicht so gut ist. Und wenn man das dann zu Hause mit einer richtig krassen Custom-Wasserkühlung hat, dann kann man da nochmal deutlich was rausholen. So, schick. Scheint die Operation gut überstanden zu haben. Also die Ärztin hat gesagt, ist alles gut. Lassen wir sie mal wieder raus. Schick ist wahrscheinlich noch so ein bisschen benommen. Lass mal schauen. Oh, will da jemand was trinken? Machen wir ihren Katzenbrunnen mal wieder an. Falls sie Durst hat, dann kann sie da was trinken. Oder sie versteckt sich gerade nur, das weiß ich jetzt nicht genau. Ja. Schon mal das eine oder andere geschlabbert. Ein bisschen was fressen darf sie auch gleich. Bin ich auf jeden Fall schon mal erleichtert, dass sie das Ganze gut überstanden hat. Muss ich jetzt natürlich erstmal von der Narkose erholen. Darf nicht so viel rumtigern, rumtoben wie sonst, aber wird auch wieder werden. Und wenn die Katze trinkt, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das hast du dich aber in eine komische Lage gebracht da. Ich glaube, ich hefte da mal raus. Also Chic ist auf jeden Fall gut erledigt von der OP. Ich glaube, die wird sich jetzt erstmal so ein, zwei Tage so richtig von der Narkose erholen müssen, aber sieht eigentlich alles gut aus. Updates wurden auch direkt weitergegeben von der Katze. Und da kam gerade ein Paket, und zwar haben wir hier ein neues Objektiv für meine Kamera, 14 bis 24 mm Brennweite f2,8 Sigma Art. Das sind meine absoluten Lieblingsobjektive und das sollte sich ein bisschen besser eignen für diese ganzen Vlogs, die wir jetzt gerade drehen, weil ich mich damit ein bisschen besser sehen sollte. Also ich montiere das mal eben und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, das macht auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck. Also ich kann jetzt eben die Brennweite einstellen zwischen 14 und 24. Vorher war es eben 24 bis 70. Das heißt, ich musste vorher die Kamera gefühlt ultra weit weghalten, damit man so ein Bild bekommt und trotzdem wurde ich quasi halb abgeschnitten. Es ist natürlich ein deutlich weitwinkligeres Objektiv, aber sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Und jetzt würde ich mal sagen, geht's raus auf den Balkon und dann bearbeiten wir mal die Schlüsselanhänger. Da lohnt es sich auf jeden Fall, wieder einen Balkon zu haben. Hier haben wir die ganzen CPUs. Hier unseren guten Kohlegrill. Ich benutze die übrigens, weil die so ultra günstig sind und dann kann man die CPUs damit sehr, sehr angenehm zerlegen. Ja, CPU drauf und dann dauert das einen kleinen Moment, bis dann die Platine irgendwann mal den Geist aufgibt, weil sie zu warm wird und dann können wir den Chip abnehmen. Und das darf man einfach nicht drinnen machen, weil die Gase, die dabei entstehen, einfach so giftig sind. Und deswegen auf dem Balkon, da kann man das Ganze entspannt machen. Und das sieht doch schön aus. Schön erstmal die CPUs grillen.
Ja, die erste CPU ist schon ein bisschen durch. Also man sieht, wenn die so Blasen werfen auf der Platine, dann wird's richtig. Ja. Bei der CPU sieht es schon mal ganz gut aus. Da haben wir den Die schon mal abgelöst bekommen. Der fällt dann einfach ab, wenn sich der Kleber, also der Underfill hier, wenn der sich gelöst hat. Bei der CPU hier, da sieht es nicht so gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wenn man die kippt vielleicht ein bisschen. Ja, der Chip ist in der Mitte gesprungen. Vielleicht sieht man in der Mitte so eine kleine Linie. Also, die ist schon mal raus. Deswegen haben wir ein paar mehr. Ski geht es übrigens schon ein bisschen besser. Also, es ist jetzt der dritte Tag. Hat sich wie üblich in der Box gemütlich gemacht. Er schnuppert irgendwas, aber ja, wird noch ein paar Tage dauern, aber ist er auf jeden Fall auf dem guten Weg der Besserung. Schon wieder ein bisschen munterer. Ja, dann haben wir das ganze Massaker. Also am Ende sind es nur 8 geworden. Wir haben übrigens tatsächlich auch nur 8 CPUs, deswegen passt das. Ich dachte erst, wir hätten 10, aber 2 von denen, die waren schon für ein anderes Projekt bestimmt. Das wusste ich nicht. Dementsprechend haben wir auch nur 8, die wir rausgeben können. Natürlich die besten 8 von denen, das ist ganz klar. Und da haben wir jetzt die 8 Dies und hier sehen wir auch, ja, da gab es noch ein paar Komplikationen. Natürlich weiß ich auch nie, wie die CPUs vorbeschädigt sind. Ein paar von denen hatten vielleicht sowieso schon Risse, weil sie ja kaputt waren. Und dementsprechend kann es auch gut sein, dass die deswegen auch das hier gerade nicht überlebt haben. Aber hier haben wir schon mal die 8 einzelnen Chips. An dieser Stelle übrigens nochmal vielen, vielen Dank für euer ganzes Feedback zu letzter Woche mit dem RS5. Das habe ich auch alles so weitergegeben und wir haben jetzt neue Buchsen bestellt. Und sobald es da was Neues gibt, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Und hier sehen wir übrigens das Ergebnis unserer Lackieraktion vom Plattenwärmetauscher. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schick geworden. Ich denke mal, das Video wird noch ein bisschen dauern, aber den seht ihr dann bald in Action. Ich habe jetzt mittlerweile die CPUs schon angefangen runterzuschleifen. Also da seht ihr schon die ersten Ergebnisse. Und hier könnt ihr auch sehen, es haben nicht alle CPUs überlebt. Also ich musste nochmal 3 oder 4 CPUs nochmal nachträglich in den Die ablösen. Ich vermute mal, dass die CPUs vorher schon irgendwie beschädigt waren, weil bisher, als ich das gemacht habe, irgendwie mit intakten CPUs, hatte ich diese Probleme nie, sondern jetzt nur mit diesen Defekten. Kann einfach sein, dass da schon Risse irgendwo in Chips drin waren. Ja, jetzt muss ich das Ganze erstmal ätzen, das heißt, es kommt jetzt in Eisen-3-Chlorid rein und dann sollte das danach eigentlich ganz schön aussehen. So sieht das jetzt aus nach circa 2 Stunden im Eisen-3-Chlorid. Man sieht also, je nachdem, wo dann eine Lichtquelle ist, sieht man schon so richtig schön die Reflexion in den Dies. Aber jetzt muss das Ganze nochmal unter die Glaserzpaste, quasi Flusssäure. Und dann sollten wir das finale Ergebnis haben in circa 2 bis 3 Stunden. Und da sind die Teile auch endlich fertig. Es hat jetzt über 2 Tage gedauert, die ganzen Dies so vorzubereiten. Und es ist natürlich, es ist sehr, sehr schwer, dass man wirklich sieht, wie schön das aussehen kann, weil es extrem von den Reflexionen vom Licht abhängig ist. Also wenn ich jetzt mal einfach mal mit dem Licht so von unten leuchte, dann sieht man eben die Schönheit von den ganzen Prozessoren. Das sieht man dann eben, je nachdem, wie man letztendlich auf dieses Teil leuchten wird. Ja, die Aufsteller, also ich habe mich jetzt entschieden, dass es keine wirklichen Schlüsselanhänger mehr werden, sondern Teile, die man sich quasi auf den Tisch stellen kann. Ich glaube, als Schlüsselanhänger ist es einfach, ja, es wäre eine Schande, das irgendwie zu ruinieren, denke ich mal. Ich habe jetzt da unterschiedliche Acrylteile gelasert. Also erstmal hier so ein Teil. Ich weiß gar nicht, ob man sehen kann. Das ist so satiniertes Acryl. Hier ist eine leichte Tiefengravur drin und die muss ich jetzt immer von Hand mit dem Stift nachmalen. Also das, was ihr hier schwarz sehen könnt, das ist quasi von Hand nachgemalt. Also hier habe ich das schon einmal so ein bisschen ausprobiert am Anfang. Und hier haben wir die ganzen einzelnen Chips. Dann wird es eben oben mit einer Abdeckung gemacht und hier noch mit so einem Rückteil. Und dann sieht es eben am Ende mal so aus. Ist immer ein bisschen schwierig, die schöne Reflexion vom Die ordentlich einzufangen, wenn man jetzt nicht gerade von der Seite leuchtet. Aber ja, bin sehr zufrieden damit. Sieht richtig gut aus. Dann schauen wir mal noch kurz, ob ich noch irgendwelche Pakete hier empfangen habe an meiner favorisierten Packstation. Okay, immerhin ein Paket noch mitgenommen und dann kann ich jetzt auch endlich ins Wochenende. Im besagten Paket waren nämlich ein paar Goodies, unter anderem auch dieses Set hier. Ich weiß gar nicht, ob man das so erkennen kann. Dieses Mini-Teil hier wird letztendlich mal die ganzen Shunt-Mods verbessern, die wir immer machen. Denn damit sollte es möglich sein, einen, ich sag mal, regulierten Shunt-Mod zu machen auf Grafikkarten.
Das dann aber alles in einem extra Video. Und damit sind wir auch tatsächlich schon durch mit dem Weeklog von dieser Woche. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ihr Interesse an so einer CPU habt, die wir jetzt gezeigt haben in diesem Video, dann schaut sehr gerne beim Link unten in der Beschreibung vorbei. Damit verabschiede ich mich ins Wochenende, wünsche euch auch ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao.